Hallihallo liebe Leute und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge Let's Play Die Siedler, Aufstieg eines Königreiches. Wir spielen die vierte Mission und los geht's. Lass mal so mal reden. Euer Majestät, ich bringe Neuigkeiten aus dem Norden. Die Wikinger sind zurück. Sie operieren von Stützpunkten an den Narfangfjorden aus. Ich kenne die Gegend dort gut. Ein Lager der Wikinger befindet sich hier im Westen, jenseits des Flusses. Es wird gut geschützt, doch die meisten Wikinger werden sich auf einem ihrer Raubzüge befinden, wenn wir dort eintreffen. Wir sollten an der Küste südlich der großen Fjorde an Land gehen, um dort einen Stützpunkt zu errichten. Sobald wir eine eigene Siedlung aufgebaut haben, können wir den Wikingern auf Augenhöhe gegenübertreten und einen Weg finden, ihre Raubzüge zu beenden. Ein Dorf namens Breck liegt hier irgendwo nördlich. Es wird von einem Wikinger-Clan bewohnt, der sich als nützlicher Verbündeter erweisen könnte. Es dürfte ein leichtes sein, diese Nordmänner zu verjagen und ihr Land für euch in Besitz zu nehmen. Schickt bei allem Respekt. Wir spielen mit Marquez. Nochmal Chris, wie auch immer. Ja. Die vierte Mission spielt in Narfang. Im Norden des Landes. Kalt. Heimat der Wikinger. Ungemütlich. Harte Gegend. Aber alles nicht so schlimm. Ich muss ehrlich sagen, ich nehme das jetzt ein zweites Mal auf, da mir aufgefallen ist, dass ich... Folgen wir den Pfad zu diesem Dorf namens Breck. Hoffentlich ist uns dort jemand freundlich gesinnt. Ich muss da wieder reden. Dass ich... Das muss ich kurz überlegen. Dass ich in der einen Folge, die ich aufgenommen habe, mein Mikrofon oder beziehungsweise mein Headset nach oben geklappt hatte. Das heißt, man hat mich nur ein bisschen... Also eigentlich gar nicht gehört. Und das macht sich meistens schlecht. Irgendwie ganz, ganz schlecht. Ja. Deswegen... Zack, zack, zack. Neu aufgenommen und fertig. Alles nicht so schlimm. Ab. Machen wir gleich... eine... praktikable Nahrungsquelle. Auf euren Befehl. Eine Bäckerei. Zack. Die bauen wir gleich mal noch aus. Das bauen wir aus. Und einmal das ausgebaut. Dort gibt es dann Rehe. Sind wie ihr wünscht. Sinnvoll werden wir dann auch noch dann einnehmen. Schon dann unterwegs. Hier noch Eisen. Eisen brauchen wir auch. Auf euren Befehl. Und hier oben müsste das Dorf sein. So. Wir stellen alles mal ein wenig schneller ein. Seid gegrüßt, Fremder. Bla bla bla. Ich spreche für meine Leute. Naja, zumindest für einige von ihnen. Das ihr seid nicht der einzige Fremde in diesen Landen. Ein Botschafter aus dem fernen Süden war hier. Doch er wurde gefangen genommen. Doch das ist im Moment nicht von Bedeutung. Was wirklich zählt, sind Führungsqualitäten, hä? Kehrt zurück, sobald ihr euch Baron nennen dürft. Mach mal. Reden wir weiter. Mach mal. Alles kein Problem. Ich möchte natürlich zuerst, dass unsere Holzproduktion steht. Weil nur wenn die Holzproduktion einwandfrei funktioniert... können wir auch schnell und effizient bauen. Nahrung, Fisch, da, genau. Welche Stufe? Ach, Ausbaustufen. Ich kann es auch ablesen. Okay, gut. Bauen wir erstmal nur auf 2 aus, das auf 3. Das ist dann vielleicht so funktioniert. Fisch, da haben wir schon ausgebaut. Dort kann man dann zur Not 2 setzen. Ja, zu denen kommen wir erst, geben wir mal Titel Baron.
innehaben. Sofort. Ist aber auch nicht schlimm. Na, jetzt kommt schon der Winter. Winter ist immer äußerst schlecht. Denn es ist kalt. Und kaltes Wetter ist nicht gut. Naja. Aber noch hält sich das alles in Grenzen. Was brauchen wir denn als für, na, wie ist das? Oh, 210 Holz. Sollte kein Problem sein. Zack. Dann tun wir das. Um dann an das Evil dran zu kommen und uns dann eine Gerberei zu bauen. Territorium angenommen. Gerberei. Und Jagdhütte. Zack. Zack. Wir sollten mit der Stein... Naja, Stein brauchen wir auf jeden Fall auch ein bisschen. So. So, ja. Genau. Fresschen haben wir genug. Oh, sieht doch gut aus. Top, die Watte quillt. Gut. Gerberei können wir ruhig ausbauen. Bäckerei können wir ausbauen. Burg müssen wir dann auch ausbauen. Können wir direkt machen. Frisst kein Brot. Das bauen wir aus und das bauen wir aus. Stufe 3 haben wir. Ausbau Stufe 2, Bäckerei haben wir, Gerberei, so. Perfekt. Jawohl. Zack, tun wir den in der Mitte berufen und einen Redner zum Landvogt. Wäre es nicht an der Zeit, meine treuen Dienste mit einem neuen Titel zu belohnen? Blub, 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 blub. Meine Dankbarkeit für diesen Titel ist euch gewiss. Ich weiß. Wird nochmal die Kollekte anheuern. So, ist aber hier. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Wir müssen beides ausbauen. Und noch ein paar mehr Siedler. Aber das sollte auch kein Problem sein. Als allererstes eine Besenmacherei. Nicht so schlimm. Stein. Stein. Und ein bisschen Geld. Auch hier wieder das. Und da. Na, ich muss schon treffen. Obwohl, können wir noch Mäuse abbrechen. Da wir davon eh nicht so viel brauchen. Seifenmacherei. Machen wir natürlich gleich mit. Und das nächste Gebiet wäre dann Eisen. Eisen ist auch gleich wichtig. Das heißt, und da gehen wir auch gleich hin. Es kostet natürlich, aber... Naja, ja. Mach mal so. Alles kein Problem. Stein kommt rein. Essen haben wir ein bisschen was. Naja, Fisch. Oh, Fisch geht alle. Was ist los? Brauchen wir zweimal Fisch? Wir haben ein Territorium angenommen. Oder war das bloß wegen... Im Winter. Ich weiß es, mir ist egal. Eisen. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ach du Knecht, Ruhe. Zack, bauen wir dran. Weg dorthin. Fertig. Der Bauer macht das. Holzfäller machen das. Seifenmacher macht das. Besenmacher macht das. Hey, sieht gut aus. Fisch sieht gut aus. Naja. Läuft bis jetzt. Nachhaus können wir ausbauen. Kirche können wir ausbauen. Mensch, das wird langsam ein Speedrun. Da können wir auch bald zum Bauen befördert werden. Eigentlich so wie jetzt. Alles klar. Genau. Kollekte einrufen. Seifenmacher ausbauen. Würdet ihr vielleicht in Erwägung ziehen, mir einen neuen Titel zu verleihen?
Schwindel. Sehe ich gar nicht ein. Oh, was wir natürlich einsehen. Das da. Schwertkämpfe-Kaserne. Bauen wir gleich an die Front. Zack. Wäre es nicht an der Zeit, meine treuen Dienste mit einem neuen Titel zu belohnen? Hab Dank für diesen Titel. Die Siedler werden es mit Freude vernehmen. Zack, zack. Ihr seid eures Titels würdig, mein Freund. Vielleicht könnt ihr den Botschafter aus dem Süden aus seinem Kerker befreien. Er befindet sich in der Gewalt von Crimson Sabbath. Sie ist diejenige, die die jüngsten Raubzüge gegen euch angeführt hat. Mitarbeiter? Ihr müsst herausfinden, wo der Botschafter aus ja, dem klar, Süden ist. Ja, klar, das machen wir jetzt an Eisen. Diese Information befindet sich in Kirkasund. Das nutzt ist nicht eure so schlimm. Bogenschützen, um die Straße von Soldaten zu befreien und kehrt dann zurück. Ich schütze aus, Fischer mal genug. Ja, das ist eigentlich alles prinzipiell gut. Irgendwas Wichtiges? Ich denke nicht. Wir können ja mal aus Spaß zu denen hingehen. Ich denke mal, die werden uns glaube ich Schafe verkaufen, weil ich das weiß. Und Schafe, da kann man dann auch mähen. Na komm, wir schauen einfach schneller. Alles sonst vergeudete Zeit. Und da sehen wir gleich, was wir kaufen können. Schafe. Genau. Und ein bisschen Eisen können wir uns schon mal holen. Und Schafe immer. Dann können wir uns nämlich eine Schaffarm bauen. Also das können wir auch schon vorher, aber... So. Obwohl halt, die wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir die am Wasser errichten, denn Schafe brauchen Wasser. Wasser ist... Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Beispiel hier unten. Schafform. Zack. Irgendwie hier hin. Könnte ich echt... Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Genau. Und die Straßen noch verbessern. Und das hier noch verbessern. So. Ja. Klicken wir mal auf normales Tempo und erweitern das noch. Nahrung sieht gut aus. Bauen wir aber mal noch. Einmal. Räucherei mehr. Getreide. Ja, sieht gut aus. Schaut gut aus. Ja. Genau. Wir werden natürlich jetzt versuchen, die... Ich will keinen Turm bauen. Ich möchte... Genau. Irgendwie möchte ich das einfach so bauen. Ist ja egal, ob es nur direkt darüber ist. Hallo? Hallo? Ich mach's einfach so. Ja, so. Irgendwie wäre das nicht schlecht. Ich dreh mal die Karte. Genau. Na, kriegst du noch gebacken oder wird das heute noch was? Na, so, so. So. Na, guck mal an, was wackelt hat Luft. Da bewegen sie sich nämlich weit aus Stellung, das heißt... dass die Eisenlieferungen stiller
vonstatten gehen. Ich sollte eigentlich immer an dem Punkt anfangen, und zwar dem da. Genau. Genau, oben machen wir, geht's hier voran. Ja, klar, da mangelt es dann immer noch an. Achso, zu guter Letzt eine Weberei. Die Räucherei ausbauen. Weil vier Fische haben wir genug, locker leicht und glücklich. Mensch, lief doch perfekt. Gefällt mir. Alle zu der Kirche. Kirche. Na, Burg könnten wir ausbauen, aber... Achso, wir sollen erstmal... Ja, ich weiß. Dafür brauche ich ja... Dafür brauche ich ja meine... Alles klar! Dings. Wir werden... die Holzproduktion erstmal lahmlegen. Und Steine braucht man ja auch erstmal nicht mehr. Legen wir auch lahm. Eisen, also Essen brauchen wir, Eisen brauchen wir und Schawolle, ja, alles. Alles ansonsten Brauchsgüter. Oh, ne, ausbauen. Los. Nur noch. Es geht mir gut. Richtig gut. Aha. Now, do it, now. Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Alles klar. Alles klar. Zack. Räucherei ausbauen. Ja, ansonsten, ja. Webereien ausbauen. Ansonsten läuft das doch wie geschmiert. Ja, gefällt mir. Was macht denn der da? Ah, der Priester. Na, ja, da sammelt er direkt die Kollekte ein und... Ah ja, naja, aber Kirche. Ja, eine Prachtsiedlung. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Achso. Oh, das war toll. Haben wir noch einen Bogenschützen zur Verfügung? Nee, leider noch nicht. Naja, das dauert ein Weilchen, die Lieferungen ankommen. Der Landvogt ist der mächtigste Mann hier in der Gegend. Das bin ich. Baron. Ich bin ein Baron, das ist schön. Wir sollen die... ja, ich weiß. Ich weiß. Ach, kann das mal schneller gehen? Das wäre echt praktisch. Ja, kommt noch mehr. Hopp, 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 hopp. Klar, das dauert jetzt länger, aber macht sich im Endeffekt bezahlt, dass ich die weiter vorne gesetzt habe, als wenn ich den hier aber immer eigentlichen Basis setze. Schon unterwegs! Schwertkämpfer. Ich hab mal... Soll ich ja immer noch auf diesen... Blöden. Sollen wir sich wenn dann auf dem eigentlichen Weg bewegen und nicht auf diesem ehemals Sandweg bewegen. Uns fehlt an Holz. Sollten wir vielleicht mal arbeiten lassen. Stein braucht man nicht wirklich.
Boot. Und die Folge ist vorbei. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.